So, da ist das Päuschen tatsächlich wieder rum und die Werbung auch. Schön. So. Was? Wo warst du? In Rochen, hab ich schon gesagt. Hab ich dann voll lauter Dialog mitbekommen. Okay. Die Pause, die Werbung ist auch gerade zu Ende gegangen, wo ich wieder auf mich hingesetzt habe. Das fetzt richtig. So. Ey. Hier brennt ja alles. Ah. Okay. Kyo, jetzt muss man mal gucken, ob du auf Schaden bleibst oder auf Heilung gehst. Mit mir. Ja, du bleibst auf Schaden. Die sind der Lobob-Gegner hier. Sagte er unser Ende. Ach, der MC-Sip-Meister hier sind witzig. Na ja gut, wir werden aber schon auf 50 in der Runde. Das ist nicht lange. Gut, die werden eingefroren und vernichtet. So, die sind hoch umgekippt. Oh, es ist aber ganz schön laut hier drinne. Ich muss da hoch. Alter, ihr wimmelt's ja nur von Sif. Ich bin schon am Terminal, wow. Erledigt, wow. Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Hier stehen republikanische Soldaten. Keine 5 Schritte vor denen stehen imperiale Droiden. Warum kämpfen die nicht miteinander? Es bleibt wieder alles am God Eye King, war klar. Na los, Kira, mach den Todesstoß. Was ist denn das? Okay, jetzt gehst du auf Heilung, Kira. Der da drüben sieht gefährlich aus. Ach, das ist einer von meinen. Hey, der steht hier genauso rum. Da drüben stehen Gegner. Ey, gerastet fast aus. Ich verstehe die Logik in dem Spiel manchmal nicht. Ich bringe uns durch diese Tür. Moment. Pass auf! Sie flankieren uns! Okay. Es kommen immer mehr. Hä? Die sind jetzt von da oben runter gesprungen und greifen mich nicht an? Was ist denn das für eine Logik? Hier drüben genauso! Da steht... Ich lege meinen Finger auf den Monitor, das sind 2 Finger breit. Die auseinanderstehen, Jedi und Sif, die kämpfen einfach nicht. Das ist eine Logik, die muss man einfach nicht verstehen. Nö. Wahrscheinlich. Aber ich muss kämpfen hier.
Alter, und die bauen mich ganz schön weg. Ja, du bist halt auch der Held. Die wollen sich was abschauen von dir. Tatsächlich sind zwei von meiner Dings hier Armee, wo ich weiß, dass sie noch Maler waren. Aber trotzdem, die, vor allem die habe ich noch nicht mal hier gesehen. Nee, ich da frag's einfach nicht mehr. Was ist das da unten? Ne? Schon wieder Sith-Krieger. Ach, weißt du was, Georg, geh wieder Schaden, ey. Da umso schneller sind wir hier raus. Umso schneller sind wir hier wieder raus aus dem Scheiß. Hä? Warte mal. Oh, ich bin falsch gegangen. Ich muss gegen die Gypsies kämpfen, die von oben runter gesprungen sind. Das ist jetzt die Mission. Ich bin schon viel weiter vorgerannt. Ups. Scheiße. Bist du gestorben, ne? Nee, ich bin irgendwo runtergeflogen, wo ich nicht hin wollte. Ach so. Und da schnell mich jetzt raus zu tippen, muss ich einen riesen Rumweg zu nehmen. Ja gut. Ja. Wo? Da war das, oder? Titel, genau. Anständige, aufrichtige Güte haben, das Sanag, Wurmfutter, und das Himmelheld, verteilt von der Pilotein, der Ernacht, der Mobilkompromisslose, Marschstrom, Paladin, Hüter der Wahrheit, Fliegerass, Freund, Padawan. Nee. Ich nichts Neues dazu bekommen. Ärgerlich. Alter! Was ist falsch mit dir? Schubst der mich einfach weg? Oh nein, die respawnen alle, oder? Nee, ist ja eine grüne Phase. Dann hat der NPC einen großen Weg zu laufen. Lord Argos. Okay, Kira. Jetzt aber feilen. Sicher. Und da ist er tot. Hütergürtel der Unbeugsamen von irgendwas. General, die Chemiefabrik gehört uns. Die Sith konnten ihre Bombe nicht fertigstellen. Nach all unserer gemeinsamen Zeit habe ich auch nichts anderes erwartet. Eure Jedi-Armee hat das Imperium vertrieben. Alle Waffenfabriken in dem Sektor gehören jetzt uns. Und wir können die Feuerkraft gegen den Feind einsetzen. Und was noch besser ist, es gab keine Verluste auf unserer Seite. Ein Sieg auf der ganzen Linie. Ich bin froh, dass meine Leute sicher sind. Es muss hart für sie gewesen sein. Sie waren ziemlich unerfahren, als sie ankamen. Aber jetzt gewinnen sie an Selbstvertrauen. Die republikanischen Truppen haben das Imperium im Axialpark-Sektor angegriffen. Die Kämpfe sind heftig und der SID meldet hohe Sith-Aktivität. Also, wir wissen, dass Meister Braga nicht hier ist. Bei diesen Koordinaten im Axialpark habe ich bereits Leute. Ich gebe den anderen Jedi Bescheid, dass ihr dort sein werdet. Basatra, Ende. Mhm.
Glückwunsch. Ihr habt alle meine Waffenfabriken gerettet, auf Kosten der Vermögenswerte meines Unternehmens. Das Imperium hat all unsere wertvollen Ressourcen gestohlen. Mein Unternehmen hat Milliarden an diesen Abschaum verloren. Und? Lebt wohl, Jedi. Jetzt hat mich dein Geld kümmert. Alter, bist du selber dran schuld? Nur, dass du dort im Bunker hast. An mir jetzt die Schuld in die Schuhe schieben, Alter. Boah, ne. Würdest du deinen Alten am liebsten die Krone abschlagen? Wo muss ich jetzt hin? Dahin muss da ein. Dann kann ich mal kurz raustappen. Lol, ich werde im Discord gar nicht angezeigt, dass ich streame. Wie hab ich denn das gemacht? Wer weiß. Was meinst du denn mit nicht angezeigt? Also normalerweise hast du doch bei deinem Namen dann immer so ein lilanes Böppelchen, was du sonst auf Rot, Grün oder Gelb hast. Das hast du nie gehabt. Das kenne ich nur von anderen, aber du hattest immer Rot. Warum auch immer. Cool. Die Frage habe ich dich schon mal gestellt. Echt? Ja, aber ist schon Monate, ja. Cool. Ich bin halt was Besonderes. Nee, muss ich halt mal gucken, woran das liegt. Ist ja nicht schlimm. Ja, klar, aber so sieht man halt auch auf anderen Discords, dass ich streame. Na gut. Da hast du irgendwo wahrscheinlich ein Häkchen nicht erlaubt, dass ich OBS halt mit Discord machen darf. Nee. Ach, das hat nichts mit OBS zu tun. Doch, der entsteht bei OBS. Warte mal. Nutzerprofil. Ja, okay, ich kann gerade eh nicht machen, weil Streamer-Modus aktiv ist. Aber, hä? Ich weiß es nicht. Ist mir aber gerade ehrlich gesagt kackegal, weil... Ich will jetzt hier noch ein bisschen weiter suchen. Wenigstens nennst du es mittlerweile suchen und nicht quälen. Jetzt kommt irgendwie die Lust und Laune wieder, weil ich nicht weiß, wo mich jetzt diese Schlacht hier hinführt mit den ganzen Jedis. An die Rückseite eines Gleiters. Aber ich denke mal, nach 4 Stunden Stream ist heute bei mir eine Schicht im Schacht. Ich will mich dann um den Bot kümmern. Und dann kann ich ja mal gucken, warum das nicht angezeigt wird. Oder es kann sein, weil bei Discord, wenn ich streame, habe ich immer oben so einen lilanen Streifen, wo irgendwas mit Stream steht. Und das mache ich immer weg. Ja, genau, sowas meine ich. Ah, okay. Ja. Und das kommt halt, wenn du OBS unter anderem öffnest immer. Genau, aber das mache ich im Discord immer zu, weil ich finde das nervig irgendwie. Es gibt auch keine Diskussion. Die Republik ist hier, um die Bevölkerung von Corellia zu retten. Punkt. Wir sind hier, um einen Krieg zu gewinnen, Senator. Was bringt das Leben zu retten, wenn wir diesen verdammten Planeten verlieren? Die Jedi sind gekommen, um die Bevölkerung von Corellia zu retten und ihren Planeten vom Imperium zu befreien. Wenn das nur jeder so sehen würde. Das Imperium hat Vernichtungstrupps zu unseren medizinischen Evakuierungszonen geschickt. Dieser mordende Abschaum hat unsere Verwundeten abgeschlachtet. Jetzt belohnt das Imperium diese Mörder mit Festen und Auszeichnungen. Sie feiern direkt vor unseren Augen und verspotten uns, bevor sie wieder nach Hause gebracht werden. Naja, so dick wie du bist, feierst du auch hier Tagen fest. Wir müssen bevor dieser Abschaum Corellia verlässt. Das Imperium muss erzittern.
Ich treffe keine Entscheidung, ohne das Anliegen des Senats. Entweder war das Vieh oder das war angebracht. Tausende Bewohner von Corellia wurden entführt, um dem Imperium zu dienen. Wir müssen sie befreien. Diese Bewohner wurden aus euren Gefängnissen entführt. Es sind Kriminelle. Nein. Sie sind in Gewahrsam und werden vor Gericht gestellt. Sie sind unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Und wir können sie nicht dem Feind überlassen. Unschuldig oder nicht, es sind Bürger der Republik. Das Imperium wird sie nicht bekommen. Oberbefehlshaber, wir haben fortschrittliche Kampfausrüstung von Balmorra erhalten. Wenn ihr euch mit euren Leuten meiner Sache anschließt, können wir euch ausrüsten. Das ist skandalös. Ihr wollt diesen Jedi bestechen. Das ist beleidigend und inkorrekt, Senator. Ich will den Oberbefehlshaber nur über alles aufklären. Er muss selbst entscheiden. Eure Rache muss warten, Colonel. Ich entsende alle meine Truppen zur Rettung der Zivilisten. Danke. Ich gebe euch die Koordinaten zu den Sklavenlagern der Imperialen. Wir werden Transporter bereithalten, um unsere Leute nach der Befreiung zu evakuieren. Der General meinte, ihr würdet uns helfen. Ich wurde falsch informiert. Unser Wissenschaftsberater erwartet euch. Er hat Informationen über diesen abtrünnigen Jedi, den ihr sucht. Alter, du willst die halbe Bevölkerung auslöschen. Was bist du für ein Heini? Ich schmeck erstmal ab. So, dann kommst du mit an der Front. Was soll ich jetzt mal? Sprich mit Dr. Gudera. Den kenne ich doch. Wo ist denn der? Da hinten. Der ist da hinten. Ha? Okay. Und was ist das? Okay. Ich habe euch nicht gesehen, seit sich Darth Angral in eine Molekülwolke verwandelt hat. Schön, dass ihr den Festivitäten beiwohnt. Diese Versammlung ist längst überfällig. Du hast ganz schön viele Falten gekriegt. Es gibt keinen Grund zum Feiern. Da draußen sterben Leute, Doktor. Solange die richtigen Leute sterben, habe ich damit kein Problem. Meine Suchdroiden waren auf der Jagd nach eurem Meister Braga. Sie haben feindliche Aktivitäten in zwei Gebäuden geortet, die an den Axialpark angrenzen. Sith-Teams unter Meister Bragas Kommando errichten Turbolaser in den obersten Stockwerken dieser Gebäude. Sie verbergen die Waffen, damit sie von außen nicht gesehen werden. Was sie auch vorhaben, es soll eine Überraschung werden. Die Turbolaser tragen den Codenamen Feuersturm, eine Adaption der Technologie aus Darth Angrals Superwaffe, tödlich und präzise. Die Turbolaser würden den Axialpark in ein wahres Inferno verwandeln. Niemand würde überleben. Der Imperator will für möglichst große Opferzahlen sorgen. Wir müssen diese Waffen so schnell es geht vernichten. Für Sprengstoff und eine Transportmöglichkeit wurde gesorgt. Wir brauchen nur noch ein kleines Kommandoteam. Mir wurde gesagt, dass ihr eins stellen könntet. Zeigt uns nur, wo sich die Ziele befinden. Republikanische Transporter können hier nicht starten, aber es gibt in der Nähe ein Raumschiff-Museum, in dem eine imperiale Angriffssphäre ausgestellt ist. Der Feind weiß nicht, dass die Corellianer sie haben. Sie werden das Schiff für eines der ihren halten. Ihr könnt direkt zu euren Zielen fliegen. Ein beeindruckender Plan, Doktor. Setzen wir ihn in die Tat um. Eine Sache noch. Ich habe aus einigen der Protonentorpedos Sprengladungen gemacht. Lasst eine in den Lauf eines Turbolasers fallen und ihr schweißt ihn zu. Waffe neutralisiert. Begebt euch zur Fähre. Haltet die Sith auf, bevor sie diesen Park in eine riesige Grillparty verwandeln. Viel Glück. Naja, mal gucken. Und ja, es war berechtigt, dass ich den fetten Fett genannt habe. Verbündeter oder ein Feind? Ein Verbündeter. Aber der nimmt lieber Tod in Kauf, als Leben zu retten. So,
Ich muss geradeaus und ich muss bis ganz da runter. Ich muss mich verarschen. Und da gibt es natürlich keinen Anlegepunkt. Das heißt, ich muss die ganze Zeit gleiten. Oh mein Gott, Spaß. Aber das Schöne daran ist, du musst ja den gleichen Weg noch zurücklegen. Also, ja. Außer ich bin schlau in. Keine Ahnung, ob man da irgendwas... Nein, ich habe schon mit P geguckt, mit der Schnellreise. Du kannst dort unten, ist kein Anlegepunkt. Also, du musst wirklich von der E-Map hier, was ist denn das? Axialpark. Von oben bis ganz nach runter auf der Map gleiten. So. Und da das nicht einfach nur ein Weg geradeaus ist, sondern um zig Milliarden Kurven und man sich hier verfahren kann, ist es noch schöner. Ja gut, aber man hat dann auch was zu tun, anstelle nur geradeaus zu fahren und fast einzuschlafen. Hm. Und die ganze Zeit, oh Gott. Oh Gott, aber die ganze Zeit auf die Map gucken oder die Map so im Hintergrund zu haben, ist es halt wieder scheiße. Habe ich eigentlich fast immer, wenn ich reise. Ja, du. Bei mir ist es nicht gerade positiv, wenn man dann das so komisch sieht. Nach dem Stream geht das eigentlich. Ich finde es aber persönlich nicht so schön. Ich könnte auch die Minimap unten eigentlich mal rauszoomen, da würde man mehr sehen, wo man hin müsste. Bringt ohne viel das raus, so. Das bringt ohne viel. Aber ich bin ja schon am Park. War ich ja lange nicht mehr. Bestimmt 2 Monate nicht. Ich will nicht kämpfen. Bitte nicht. Nein, nein. Pfui, aus. Sehr schön, die lassen mich in Ruhe. War das nicht hier, wo das da, wo man hier diesen das komische Ding fürs Datacron brauchte? Ich glaube. Irgendwo war das da oben. Hier ist der Eingang. Ach, hey, ich muss wieder ins Museum. Wie viel Money habe ich? 424.000. Das müsste tatsächlich schon ausreichen. 600? 6? Ne, reicht nicht. Das reicht nicht. Fernwartdach. Doch, das war hier. Du musst hoch aufs Dach, dann von dem Raumschiff auf das Dings dort am Rand langlaufen vom Gebäude. Und da musstest du dich rüberziehen mit diesem Magnetding. Genau. Ab meinen komischen Weg, den ich da gefunden habe. Ja, ja, ja. Und. Oh, Zielwert. Zerstöre. Okay. Machen wir erstmal das Oberste.
Flieger, Raumschiff, Gleiter, was auch immer. Das ist einfach hässlich. Na dann. Oh Gott, das sind ja mehr. Was sind mehrere? So schnell stirbt niemand. Ist ja nicht nur eine. Nö, drei Stück. Ja. Oh. Ach, Kiro steht noch auf Heilen. Sag mir das doch, Ena. Deswegen macht die Nudel kaum Damage. Warte mal, will man jetzt gleich mal ändern hier. Schaden. Ach, sieht doch echt viel besser aus hier. Schön. Hätte mal interessiert, was passiert wäre, wenn man entschieden hätte, die Büros. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab's halt nicht gemacht. Die eine gibt dir dann die Schuld, dass das Geld weg ist, ne? Ich hätte einen Spoiler. Nein, aber wir hätten ja dann nicht die Fabrik angegriffen. Was wäre halt dann passiert? Wir hätten vielleicht eine fette Belohnung von 1000 Geld bekommen. Ja, ich meine storymäßig, ob sich da was groß geändert hätte. Glaube ich mal eher nicht. Das glaube ich nicht. Vor allem, weißt du, die redet da was von Milliarden, Billiarden, keine Ahnung. Und am Ende hätte sie eben 1000 gekriegt oder 10.000 oder sowas. Das ist doch ein Witz. Och, wie viele kommen denn hier noch? Ach, da oben ist schon das Ende. Nee, da habe ich Turm 1 zerstört. Schön. Nee, warte. Oh, leck mich am Arsch. Nö, ich renne jetzt hier durch. Ich will jetzt nicht mehr kämpfen. Nur noch gegen euch zwei. Hast du gerade gebetet? So was macht man doch nicht. Oh, kaputt.
Fängt er mit einem Kampf an zu beten? Ey, ich glaube, mich hackt's. Ausgang ist da. Was man hätte als Spielemacher noch verändern könnten, wäre, dass die Sith und die Jedi nicht dieselben Attacken haben, wenn sie als Begleiter gerufen sind. Mhm. Denn dieser Lord Scourge macht genau dieselben Sachen. Du kannst aber so eine Fähigkeiten austauschen. Du kannst sie wirklich austauschen. Die haben mehrere und deswegen gibt es ja den Fähigkeiten-Shop für die Begleiter. Ach komm, wir nehmen die Bonusmission jetzt noch mit, sondern zwei Gegner, die wir machen müssen hier. Ach Kira, du machst das. Sehr schön. Hier wird noch Handarbeit betrieben. Nichts mit Kira macht das. Ach nö, wenn einer nicht leise wird, den nächsten anvisiert, dann lass ich Kira das übernehmen. Und lass mich raten, hier gibt es auch wieder so viele. Ach, komm, ey. Kann ich denn an euch vorbeirennen? Nee, kann ich nicht. Toll. Nein, der hat mich nicht gesehen. Gut. Die meditieren, die lasse ich mal in Ruhe. Was machen die? Die gucken sich das Grünzeug an, die lasse ich auch mal in Ruhe. Der läuft rum, der stirbt. Hast du aber auch die falsche Taste gedrückt? Naja. Ich kenn das. Kriegsmeister der Sith. Okay, mal gucken, wie gut du bist. Ja. Wenn das ein Kriegsmeister ist. Wie stark ist dann bitteschön der Imperator? Der dürfte wohl stark sein, tatsächlich. Oh. Oh Gott, Entschuldigung. Oh. Echt, nee. 20 Minuten noch, dann ist Schicht im Schacht für heute bei mir. Weil wir haben es erstmal 19 Uhr. Oh cool, bald gibt's Essen. Bei mir gibt's erst wieder Essen, wenn ich Bock habe, mich in die Küche zu stellen. Boah, aber gestern, ne? Eine Riesenportion Brokkoli-Nudelauflauf. Zwei Schnitten, ein Joghurt, zwei Orangen. Und ich hatte eine Stunde später schon wieder Hunger. Kann ich. Das ist schlimm. Ich
muss halt mal gucken, was ich heute noch zum Abend esse. Und bei mir gibt's Steak. Da freue ich mich schon drauf. Nee. Das wäre mir dann wieder zu aufwendig tatsächlich am Abend. Ja, ich werde ja bekocht. Koch doch mal selber für deine Eltern. Mache ich auch, aber halt, also vor allem mal bei Steak, aber immer abwechselnd. Einen Abend bist du die dran, rein bin ich dran. Imperiale Attentäter, okay. Schnell, schnell, schnell soll ich da und da und da. Ja, entspann dich, Kumpel. Okay. Halt, stopp. Noch mehr Halt, stopp. Ich muss. Oh ne. Och ne, oh ne. Oh. Auf jeder Ebene sind. Ach, leck mich. Das sind Slowbob-Gegner. Oder gestöhnt, weil er umgekippt ist. Ja, aber klar, dass du mich siehst. Ach schon. Der beste Planet war immer noch Typhon. Kaum Gegner, schnell durch. Schnell gelevelt. Ich muss tatsächlich da. Kira, du den Zip, ich die anderen. Kira, meine sind gleich tot und deiner. Wo ist sie? Ich bin tot. Hä? Hä, wo war Kira? Wo war Kira? Hä? Ist sie gestorben, weil sie auf Schaden noch stand? Die hatte Full Life? Da ist sie irgendwo hängen geblieben. Blöde Kuh mit dir, geh ich nicht mehr ins Bett. Boah, was denn das für eine? Oh Mann, ey. Ja, baut es mich noch mehr weg. Alter Schwede. Den halt echt genau gegenüber und machen nichts. Ja, sag ich ja. Das ist eine Logik, die muss man nicht verstehen. Das Fotokron. Oder das Starter Pack oder was auch immer. Ich muss etwas wissen. Denkt ihr wirklich, dass ihr etwas erreicht? Oh, das ist so laut hier. Fragt die Millionen Leute, die ich gerade gerettet habe. Die Bewohner von Corellia wissen nicht mal, dass es euch gibt. Wenn ihr sterbt, wer trauert dann um euch? Eure Siege sind alle bedeutungslos. Ihr seid ein verzweifeltes Insekt, das sich an ein brennendes Blatt klammert. Letztlich gewinnt doch der Imperator. Diese gefallene Galaxis wird verzehrt. Die Reinheit kehrt zurück. Nicht die Galaxis ist gefallen. Ihr seid es. Meine Augen sind offen. Die Wahrheit führt meine Hand.
Corellia wird so oder so in Flammen aufgehen. Und wir werden alle zusammen brennen. Er klang überhaupt nicht so wie andere gefallene Jedi. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Vielleicht hat Dr. Godera eine Spur zum Aufenthaltsort von Meister Braga. Finden wir es heraus. Das wird hier einfach nicht besser. Ey, wo muss ich denn hin? Wieder da hoch. Okay, da gibt's was zum Hinporten. Da. Juba Damaxa. Ui. Oh. Beherrschung plus Ausdauer. Okay, Leben geht ein bisschen runter. Angriffskraft plus. Na, ja, nee, komm. Verkaufen. Verkaufen. Womitopi. Das da öffnen, was auch immer das ist. Nicht identifiziertes MK1-Paket beanspruchen. Enzo Lichtschwert Lanze des Begabten von Interotech. Was? Eine Lichtschwertlanze? Boah, Kira! Ich hab da was für dich. Humor gar. Außergewöhnliches Medipack optimiertes. 3, 4, 7, 5, 4, 2. 3, 4, 4, 2. 1, 30. Jetzt habe ich wieder 20 Medipacks. So. Verkaufen. Die Handschuhe sind mies. Verkaufen. Kanone der Effizienz von Ort Mantell erfordert Sturmkanone. Nein, verkaufen. Lanze, die hebe ich tatsächlich mal auf. Womitopi. Ach, die hat schon eine Enzo-Lichtschwertlanze. Ah. 274. Aber die, die ich hier habe, die ist besser. Ja gut, Kira kriegt demnächst mal ein neues Schwert. Einfach weil ich es liebe. Auch wenn sie mich vorhin sterben lassen hat. Gibt's ja nicht so einen Modifizierungstisch? Oh, das ist wieder nervig. Ich muss wieder bis zur Republik, ey. Das ist nervig. Das müssten sie eigentlich auf jedem Planeten mal haben. Sprich mit Falkengesicht, Godera. Jetzt.
Dr. Godera. Die Sith haben ihn getötet. Verdammt sollen sie sein. Der Doktor war ein brillanter Mann. Er hat der Republik mit Loyalität und Hingabe gedient. Ich kannte ihn nicht gut, aber ich denke, er hätte gewollt, dass wir weiterkämpfen, statt um ihn zu trauern. Ich wünschte, die Leute, die an die Versöhnung mit dem Imperium glauben, könnten das sehen. Alle Gegner sind erledigt, General. Ich habe Dr. Guderas Arbeit gefunden. Sieht wichtig aus. Er verfolgte Meister Bragas Holo-Übertragungen zurück. Und er fand Signale von einem imperialen Schlachtkreuzer, der über dem Kapitolplatz schwebt. Er hat Meister Braga gefunden. Ich muss sofort in diesen Schlachtkreuzer. Republikanische Truppen haben im Regierungsbezirk einen Frontstützpunkt errichtet. Sammelt eure Leute und trefft mich dort. Senator Sekin lässt euch grüßen. Eure Jedi-Truppen haben alle seine korellianischen Bürger ohne Verluste befreit. Inzwischen entschwinden die imperialen Mörder, die unsere Verwundeten abgeschlachtet haben, wieder nach Drum und Kaas und lachen sich ins Fäustchen. Meine Mission hier ist nicht, Leben zu nehmen, sondern sie zu retten. Ich werde euer Volk nie verstehen. Ich übermittle die Koordinaten unseres Frontstützpunkts an all eure Leute. Trefft sie dort. Viel Glück. Okay. Okay, okay, okay. Der Blick ist gesichert. So, muss ich hin? Ach da, oh Gott. Aber hey, da gibt's gleich was zum Porn. La-di-da, la-di-da, la-di-da. Der Eiki ist jetzt wieder da. Du da. Ich freue mich immer über Wunsch. Wo warst du denn eben? Kann ich euch behilflich sein? Ich bin wieder im Regierungsviertel. Das wollte ich dann mal sagen. Stimmt, das wollte ich sowieso schon auf Twitch, die ganzen Musikeinlagen von Tyrox. Kann ich dann auch gleich mal, ich bin hier gesperrt. Ich muss ja dann. Wenn dem so ist, dann wird auch dein Dolilali Bumbam. Weil ich gesperrt. Muss ja den hier noch runterziehen und da muss ich eh dort rein in die Ecke. Ich werde mich jetzt hier bei der Quest wieder vor die Tür stellen. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen.